kurzem aufgestanden. Lockdown hier in England sieht eigentlich jeden Tag fast gleich aus. Deshalb, wenn ich einen Tag filme, seht ihr gleich alle Tage im Lockdown sozusagen. Für alle, die es nicht wissen, wir sind vor kurzem wieder ausgezogen aus unserem Haus, weil wir dort renovieren. Wir wohnen gerade mit Freunden. Aber genau, deshalb erzähle ich davon, dass wir uns manchmal das Haus anschauen, wie die Renovierungsarbeiten vorangehen. Da gebe ich euch dann später auch noch ein Update. Und jetzt brauche ich erstmal Tee, Kaffee und vielleicht ein kleines Frühstück. Den Tee trinke ich meist noch im Bett. Dann entspanne ich mich einfach nochmal kurz. Und erst an meinem Kaffee stehe ich so richtig auf. So, ich mache mich jetzt mal ein bisschen frisch. Während des ganzen Lockdowns und eigentlich auch während ganz 2020 verwende ich kaum Make-up. Also wirklich sehr, sehr wenig. Eher so, um mich ein bisschen frischer zu fühlen. So ein bisschen Concealer, ein bisschen Rouge. Gerade weil ich auch ziemlich blass bin dieses Jahr. Ich war ja nicht im Urlaub, ich war ja nirgends unterwegs, war auch nicht so viel draußen. Obwohl im Sommer war mehr viel Schwimmen, aber ich benutze ja jetzt sehr viel Sonnenschutz. Also apropos Sonnenschutz, ich zeige euch jetzt mal, was ich so jeden Tag eigentlich so an Make-up mache. Das sind meine Pflegeprodukte fürs Gesicht. Ich hatte ja ganz lang eine Gesichtscreme von Xeno Beauty. Die ist aber gerade alle, muss ich mir noch neu bestellen. Deshalb benutze ich jetzt wieder den Super Gel Moisturizer. Den habe ich mir nachgekauft von Face Theory. Dann habe ich die Creme benutze ich dann als Augencreme. Man braucht eigentlich keine extra Augencreme, aber ja. Um die Augen herum will ich einfach ein bisschen mehr Pflege, weil ich nur diesen Moisturizer habe, der ölfrei ist fürs Gesicht. Vitamin C Serum liebe ich außerdem sehr. Das benutze ich sehr, sehr oft und ich glaube, das hilft bei mir gegen Maskne, also Pickel unter der Maske. Und immer, immer, immer Sonnenschutz. Natürlich vergesse ich es auch manchmal, aber wenn ich es nicht vergesse, benutze ich immer Sonnenschutz. Und den mag ich eigentlich am liebsten, weil er überhaupt nicht weißelt und ich bin durch die ganzen Inhaltsstoffe und auch die ganzen Filter sind empfehlenswert laut Experten, kann ich euch ja mal unten verlinken. Das Einzige ist, dass da Parfüm drin ist, das ist angeblich antiallergen, aber dennoch, das könnte ich für mich jetzt rauslassen, das brauche ich jetzt nicht. Das riecht mir auch ein bisschen zu doll. Und ja, das sind so meine Pflegeprodukte. Und das ist meine dekorative Kosmetik, die ich verwende. Dieses Puder liebe ich ja, das Setting Powder von Nui. Großer, großer Fan davon. Dann haben wir das Eyeshadow and Eyebrow Kit. Das wird jetzt langsam mal alle, hoffentlich. Schon fast eklig, wie lange ich das schon verwende. Dann habe ich noch den Natural Mineral Highlighter. Den habe ich auch schon so oft vorgestellt. Einfach auch ein absoluter Favorit. Dann den Mascara. Ich weiß nicht, ob ich den nachkaufen würde. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Aber ich glaube, der ist nicht so günstig. Und ich hätte gern etwas günstiger als Alternative, das ich euch empfehlen kann. Aber ja, wenn euch der Preis nicht abschreckt, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ich habe damit überhaupt keine Probleme gehabt bisher. Natürlich nicht wasserfest, weil der Naturkosmetik ist, aber verschmiert auch nicht.
Dann haben wir hier den Concealer von Hint und ich bin jetzt nicht so der Riesenfan davon, muss ich sagen. Ich glaube, das ist nicht meine perfekte Farbe und unter den Augen funktioniert der nicht so gut bei mir und ich mag lieber den von Madara, aber der ist leider alle, den muss ich erst nachbestellen. Und dann haben wir noch den Blush Stick von Nui in der Farbe Petite. Hätte ich eigentlich auswendig wissen müssen, weil ich diese Farbe liebe. Den benutze ich auch so ein bisschen als Eyeshadow und natürlich auf den Wangen. So, dann habe ich jetzt keinen fancy Spiegel, wo ich mich irgendwie hinsetzen kann oder auch keinen so fancy Tisch, wo ich mich dann schminken kann vor der Kamera. Wie gesagt, wir wohnen jetzt bei Freunden, aber ich kann euch jetzt kurz ein Vorher zeigen und dann ein Nachher. Und nachher, ich habe irgendwie meinen Pinsel für mein Puder nicht gefunden, deshalb habe ich das Puder noch nicht verwendet. Das würde dann alles ein bisschen weniger glänzen, aber ich lasse das so, weil der Glanz geht über die Zeit eh ein bisschen weg und sieht mich ja erstmal eh niemand. Obwohl, ihr seht mich alle. Egal. Kleines Update. Ich habe eben ein Video für einen Kunden gedreht und da wir hier bei Freunden sind, ist alles so ein bisschen provisorisch. Also ich muss mich hier immer so ein bisschen neu einrichten, weil wir nur ein Zimmer haben und ich kann natürlich auch überall filmen, würden die mich filmen lassen. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht zu sehr im Weg sein oder zu sehr deren Privatsphäre verletzen, auch wenn es die bestimmt nicht stören würde, wenn ich sie fragen würde. Genau, aber ich versuche da immer so zurückhaltend wie möglich zu sein und ich habe hier dann auch noch eine Pflanze reingestellt, nur fürs Video. Und damit man die im Video sieht, habe ich die hier so auf ein Brett und dann auf einen Karton gestellt. Sonst wäre die gar nicht im Bild gewesen im Video. Da ging es um Swarpy. Ich werde hier jetzt Werbung einblenden, auch wenn ich das hier nicht bezahlt bekomme, dass ich es erwähne. Ich finde es einfach cool, wenn man statt ein neues Handy kauft, ein refurbished Handy kauft generell. Und ja, könnt ihr mir ja mal sagen, habt ihr auch refurbished Handys? Also all meine Handys in den letzten Jahren waren eigentlich refurbished und ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. So, wir sind gerade im Haus. Ihr hört entweder den Bauarbeiter oder Jesse im Hintergrund sprechen. Und ich zeige euch jetzt mal das Badezimmer, den jetzigen Zustand und später gebe ich euch so eine Art Update, so eine Art Timeline, wie es so zwischendurch aussah. Also, hier seht ihr das Badezimmer und das ist die Fußbodenheizung, die verlegt wurde. Und ja, jetzt sieht es noch gar nicht nach Badezimmer aus, aber hier kommt die Dusche hin, hier kommt dann die Badewanne hin, hier die Toilette und hier das Waschbecken. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt im Kopf habt, wie es vorher aussah. Ich werde das jetzt mal kurz einblenden. Also, so sieht es jetzt aus. Und so sah es vorher aus. Ja, wir wollen jetzt eigentlich hier ins Schlafzimmer, um da zu arbeiten und zu warten, denn wir warten auf Fliesen, die heute geliefert werden. Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn die Badewanne hier im Weg ist. Und falls ihr euch wundert, warum wir nicht eine neue kaufen, weil die hier schon so abgeranzt ist, die kann man wieder restaurieren. Also die werden wir restaurieren lassen von einem Profi, das kann man natürlich auch selber machen, aber wenn wir schon diese ganze Arbeit hier machen, wollen wir das auch schön machen und gut machen und deshalb, ja, werden wir dann einen Profi buchen, der wird uns die Badewanne dann komplett restaurieren und die wird dann mega aussehen, hoffentlich. Das ist die Küche im jetzigen Zustand. Die bleibt nicht so blau, das ist so eine extra Schicht, so eine Anti-Moisture-Schicht und das ist der Betonboden. Da kommt dann noch die Fußbodenheizung drauf und die neuen Fliesen. Und ja, wir kriegen auch ein neues Fenster rein, eine neue Tür. Das wird aber noch ewig dauern. Das wird, glaube ich, noch bis Januar dauern. Aber ich wollte euch hier schon mal ein kleines Update geben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an vorher erinnern könnt. Das war ja, wie gesagt, das Esszimmer. Da hatte ich ja mal so eine Roomtour gemacht im ersten Video. Und hier haben wir alles geöffnet. Also bis hier. Das war eigentlich bis hier zu. Und wir haben es dann hier geöffnet. Diese Tür, also hier war eine alte Tür drin, das wird hier alles verschlossen, das wird eine Wand. Und hier in dieser Box, ich weiß nicht, ob ihr die gut seht, diese Box wird zu einem kleinen Gäste-WC. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie es dann am Ende aussieht, ob es dann so wird, wie wir uns das vorgestellt haben, ob unsere Idee dann auch... I just walked against that. Sorge. Ja, sind echt mal gespannt. Das ist das... Kurze Update, hier sind übrigens neue Stahlträger drin, das war so die größte Arbeit an dem Ganzen. Gerade kamen auch die Küchenfliesen für den Boden. Ich weiß nicht, ob ihr die Farbe gut erkennen könnt, aber genau, es sind Fliesen in Holzoptik. Bin mal gespannt, wie die euch gefallen werden. Und ja. Und hier sind die Fliesen fürs Bad. Wir sind jetzt wieder im Auto und diesmal auf dem Weg zum Supermarkt. Ich hoffe, ich komme jetzt bald endlich mal wieder zum Arbeiten. Aber wir kochen heute Abend in der WG. Wir wohnen ja jetzt in der WG.
Und wir brauchen noch 2-3 Sachen dafür. Und wenn wir jetzt eh schon mit dem Auto unterwegs sind, fahren wir noch schnell zum Supermarkt. Ansonsten haben wir auch fußläufig ganz viel bei uns in der Nähe. So, Maske auf und dann geht's jetzt in Waitrose, einer meiner liebsten Supermärkte. Hier sind schon die Weihnachtssachen bereit. Ich würde auch so gerne dekorieren jetzt, aber da wir kein Haus haben zum Einziehen, kann ich leider nicht dekorieren. So viele coole Gedichte, so viele coole Sachen. Hier ist vegetarisch vegan. So viele vegane Sachen. Und hier ist alles 100% vegan. Da richtig coole Tofu und Käse. Das ist wirklich eine meiner liebsten Supermärkte. So, ganz wichtig ist oder war, dass wir halt diese Hafermilch kaufen. Die waren nämlich alle. Das ist die liebste Hafermilch. Okay, ich habe natürlich gestern vergessen weiter zu vloggen, war ja klar. Das habe ich mir überlegt. Ich habe ja gestern nach Mittag aufgehört, dass ich heute jetzt am nächsten Tag am Mittag weitermache. Ihr seht also einen Tag im Lockdown, nur jeweils einen halben Tag. Aber da die Tage eh alle sehr ähnlich aussehen, passt das schon. Ich hätte wahrscheinlich einfach weiter filmen können und euch nicht verraten müssen, dass es jetzt ein zweiter Tag ist, nur die andere Hälfte des Tages. Ihr hättet es wahrscheinlich nicht gemerkt. Wir gehen jetzt einen Kaffee trinken und Mittagsspaziergang machen. Die ganze Woche ist hier mega schönes Wetter. Manchmal ein bisschen kalt, aber auf jeden Fall sehr sonnig. Und heute ist, glaube ich, relativ frisch auch. Aber es sieht gerade warm aus draußen. Deshalb machen wir jetzt einen Spaziergang, den Kaffee trinken und ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Kaffee trinken. Es ist schon ein bisschen frisch, aber es ist schön sonnig und hell. Und es tut mega gut, bei so einem Wetter spazieren zu gehen. Irgendwann werde ich hier auch noch fit. Irgendwann. Zeig ich besser. Auf jeden Fall bestelle ich den Drink jedes Mal. Sehr lecker. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Jessie ist zum Haus gefahren. Es sind wieder neue Fliesen geliefert worden. Hier in dem Raum ist ein bisschen dunkel, deshalb sorry, dass das Licht so komisch ist. Ich werde jetzt einfach ein bisschen arbeiten und nebenbei mache ich auch ein paar Sachen für Periodensystem. Ich arbeite ja für den Verein Periodensystem im Bereich Social Media, also es ist ein gemeinnütziger Verein und da mache ich ein bisschen Volunteering im Bereich Social Media. Also ich helfe dem bei Instagram aus. Dafür verwende ich so eine App, die heißt Planoly, das ist nicht gesponsert oder so, wäre schön. Genau, und da plane ich dann immer die ganzen Postings vor und ja, ich überlege gerade, ist der letzte Post, was wir dann als nächstes machen. Also mache ich das auch mit meinem eigenen Instagram-Kanal, also bis hierhin habe ich gepostet und hier habe ich ein paar, die ich posten könnte. Und ja, damit es halt so ein bisschen besser zusammenpasst. Ich finde trotzdem, dass meiner ziemlich gemixt und bunt ist und nicht so eine kohärente Linie hat. Würde ich gerne mal wieder einführen, dass irgendwie alles besser so zusammenpasst. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft in letzter Zeit, das hinzubekommen. Dann mache ich noch einen Flyer für Tier fertig. Kleines Tier-Update. Ich glaube, wenn der Vlog rauskommt, genau an dem Tag sind dann die Vorbestellungen beendet. Das ist unser eigenes Fair Fashion Label, falls ihr davon noch nicht gehört habt.
Und ja, dann geht's in die Produktion und für die ganzen Pakete möchte ich immer jeweils so einen Flyer einfügen und ich habe mir gedacht, die Vorderseite vom Flyer wird einfach ein schönes Foto sein, sodass man den Flyer wiederverwenden kann, wenn man möchte. Also man kann ihn dann irgendwo aufhängen und Nachrichten. Man kann den Flyer dann irgendwo aufhängen und das ist dann nicht einfach so Abfall, so Papierabfall, der weggeschmissen wird. Und auf der anderen Seite wollte ich so ein paar Infos zu Tia haben und ja, so Infos, dass man darauf achten soll, dass man die Kleidung pfleglich behandelt, weil das eigentlich das Wichtigste ist. Denn Fair Fashion ist erst nachhaltig, wenn man sie irgendwie 30 Mal wäscht oder so. Aber wenn man sie zweimal falsch wäscht und sie ist dann kaputt und man schmeißt das Kleid weg oder so, oder sortiert es aus, dann kann das Kleid noch so nachhaltig produziert sein. Insgesamt ist es dann nicht so nachhaltig. Genau, darüber wollte ich eigentlich auch nochmal ein Video machen. Ich habe dazu mal eins gemacht. Ich habe es jetzt aber offline gestellt, weil ich das nicht so gut gemacht fand. Der Sound war schlecht und ich habe auch irgendwie komisch gesprochen damals. Meine alten Videos, oh Gott. Dann werden wir jetzt mal arbeiten. So, fertig mit Arbeit. Oder? Genug gearbeitet. Ich arbeite mehr später. Wir haben mega sportliche Mitbewohner, die sind mega aktiv und gehen regelmäßig. Ich kann nicht mal mehr reden. Die gehen regelmäßig laufen und machen Workouts und deshalb motivieren die uns auch. Deshalb gehen wir jetzt tatsächlich joggen. Wir gehen fast nie joggen. Also in letzter Zeit jetzt schon ein paar Mal, weil wir motiviert sind von unseren Mitbewohnern. Ja, dann gehen wir jetzt ein bisschen joggen, aber nur ganz kurz. Es ist schon dunkel. Oh, das hier läuft jetzt schon los. Da ist er. Wonder if you spend the winter all alone, yeah. Cause I don't please fall. I don't